Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Wissen Sie, was ein Hörgeräteakustiker macht oder wie sich sein beruflicher Alltag gestaltet? Beim Hörgeräteakustiker handelt es sich um einen Beruf des Gesundheitshandwerks und man hat sich hier den leisen Tönen und dem Sinnesorgan Ohr verschrieben. Der Hörtrichter war gestern eine technisch simple Hörhilfe und eher etwas für modisch Unerschrockene. Doch die Entwicklung ist längst im Hightech-Bereich angekommen. Digitaltechnik und auf kleinstem Raum ein wahres Wunderwerk der Technik. So präsentiert sich die jüngste Generation der Hörhilfen. Technisch sorgen 24 Hörgeräte-Akustikerbetriebe im nördlichen Rheinland-Pfalz für ihren effektiven Einsatz. Das reicht von Hörtests über die Beratung, welches Gerät für welchen Kunden in Frage kommt, und bis in die handwerkliche Bearbeitung der einzelnen Teile, die individuell angepasst werden. Doch nicht nur die Technik hat Riesensprünge hingelegt, sondern auch das Design. Das spielt natürlich für die Kunden ebenfalls eine wichtige Rolle, wie Hörgeräte-Akustikermeister Thomas Kühner aus Bad Kreuznach weiß. Es ist aber sicher auch einfach noch die Einstellung von früher, dass die Hörgeräte groß und hässlich sind und machen alt. Und das ist heute bei weitem nicht mehr so. Also jeder soll sich einfach davon überzeugen, soll Neugierde mitbringen, und wir zeigen ihm, dass die Hörgeräte heute klein, unauffällig und vielleicht auch ein bisschen modisch geworden sind. Der Einsatz von Computertechnik, um den Schwächen des Sinnesorganes Ohr auf die Schliche zu kommen, wie auch die digitale Technik in den Hörgeräten, ersetzen die handwerklichen Leistungen nicht. Zu verschieden sind die individuellen Voraussetzungen eines jeden Kunden. Das Hörgerät wird auf den Kunden zugeschnitten. Meistens machen wir einen Abdruck vom Ohr und ein Ohrpassstück wird angefertigt, das eine handwerkliche Leistung ist, das individuell für den Kunden angepasst wird. Als Existenzgründer haben sich die Eheleute Miriam und Thomas Kühner im Herbst 2007 selbstständig gemacht. Mit Erfolg, denn die Nachfrage nach Hörgeräten steigt und die Leistungen der Profis aus dem Handwerk wächst. Zum einen, weil die Bevölkerung immer älter wird und die Probleme mit dem Hören zwischen 50 und 60 Jahren auftreten. Zum anderen, weil die permanente Belastung durch Umweltgeräusche steigt, zum Nachteil unseres Hörorgans. Nicht nur ältere Menschen haben Schwierigkeiten, verschiedene Töne und Geräusche im Alltag wahrzunehmen, auch schon Kinder können betroffen sein, wie unser nächster Beitrag zeigt. Statistisch gesehen kommen 2 von 1000 Neugeborenen bereits mit einem Hörfehler auf die Welt. Bei der Hilfe sind PET-Akustiker gefragt, die sich über eine Spezialausbildung auf die Behandlung von Kleinstkindern spezialisiert haben. Also grundsätzlich kann man sagen, kleine Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen, sondern sie bedürfen also einer anderen Ausbildung bzw. einer anderen Anpassung. Und da ist es so, dass man also da sagen kann, je früher, desto besser. Das heißt also, wir können Kinder schon mit Hörgeräten versorgen, sobald sie, sagen wir mal, kurz nach der Geburt im Alter von einem Monat, sobald also die Diagnose feststeht, dass eine Innenohrschwierigkeit vorliegt, die also nicht operativ oder medikamentös zu beheben ist, sind diese Kinder eben apparativ zu versorgen. Mit den Arbeitsbedingungen in Deutschland kann er wie auch seine kleinen Kunden mehr als zufrieden sein. Ganz anders stellt sich jüngst dem Handwerksmeister die Situation in Bulgarien dar. In einer Schule für Gehörlose engagiert sich Hilgert Becker ehrenamtlich. Also das ist sicherlich was ganz anderes als das, was wir hier in Deutschland gewohnt sind. Wir haben also dort in Bulgarien, in dieser Gehörlosenschule in Plovdiv, eben mit mehreren Problemen zu tun. Einmal, dass natürlich keine sanitären Anlagen da sind, dass also da katastrophale Verhältnisse sind. Es sind sicherlich auch katastrophale Verhältnisse, eben was die räumliche und technische Ausstattung anbelangt. Aber, und das ist das, was mich natürlich als Hörakustiker am meisten geschockt hat, ist, dass eben dort von diesen 200 Kindern vielleicht gerade mal 10, 20 Kinder eben mit Hörgeräten versorgt sind und die auch nur ansatzweise, also gerade mal, wenn überhaupt, ausreichend eben versorgt. Mit einer Spende von 200 hochwertigen Hörgeräten startet das gemeinsame Hilfsprojekt vom Rotary Club Koblenz, dem Honorarkonsulat der Republik Bulgarien in Rheinland-Pfalz und der Handwerkskammer Koblenz zur Unterstützung gehörloser Kinder im bulgarischen Plovdiv. Der Anfang ist gemacht. Mehr Informationen zum Hilfsprojekt und Möglichkeiten, sich einzubringen, gibt es im Internet unter der eingeblendeten Adresse. Die Hörgeräteakustiker gehören im Übrigen zu den Vollhandwerken. Das bedeutet, zu deren Ausübung ist der Meisterbrief Pflicht. Wenn Sie jetzt noch Fragen zur Sendung oder zum Handwerk haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an hwk-tv@hwk-koblenz.de.
Die Arbeit des Gesundheitshandwerks spielt auch in der nächsten Ausgabe von Handwerk Spezial eine Rolle. Handwerk Spezial, das ist das Zeitungsmagazin des Handwerks in Kooperation mit dem Mittelrhein Verlag und erscheint am 17.